Herzlich willkommen zur vierten Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mit der Informationsübertragung zwischen Nervenzellen beschäftigen. In der letzten Sitzung haben wir kennengelernt, wie aufgrund des Membranpotentials der unterschiedlichen Ionenverteilung entlang der Nervenzelle Informationen in einer Nervenzelle transportiert werden kann. Hier hätten wir die Stichwörter der elektrischen Felder, der elektrischen Ausbreitung von Potenzialen entlang der Nervenzelle, das Aktionspotenzial und auch wie eben diese Veränderung der elektrischen Felder aufgrund der Wanderung von geladenen Teilchen, den sogenannten Ionen, vonstatten geht. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen und uns nicht anschauen, wie wir Informationen entlang einer Nervenzelle in elektrischen Impulsen transportieren können, sondern wie wir Informationen von einer Nervenzelle zur nächsten Nervenzelle als chemische Signalübertragung realisieren können. Wir gehen hier also von der Informationsübertragung entlang einer Nervenzelle zur Informationsübertragung zwischen Nervenzellen. Heute geht es dabei vor allem um das Konzept der Synapsen. Was ist eine Synapse? Dann geht es um die Bausteine einer Synapse, hier vor allem die Neurotransmitter und die Rezeptoren. Und am Ende schauen wir uns dann noch an, wie eigentlich Information integriert werden kann, wie die synaptische Verarbeitung verändert werden kann. Hier vor allem das Konzept der Potenzierung und Depression an synaptischen Verbindungen. Diesen jungen Herrn hier, den haben wir ja schon kennengelernt. Das ist Santiago Ramón y Cajal. Sie erinnern sich vielleicht nochmal. Das war der junge Herr, der sich damit beschäftigt hat, wie denn eigentlich unser Nervensystem aus einzelnen Elementen aufgebaut ist. Lange Zeit dachte man ja, unser Nervensystem ist genau wie unser Blutgefäßsystem ein einheitliches, zusammenhängendes Kanalsystem. Und hier Santiago Ramón y Cajal war der Erste, der postuliert hat, dass unsere Nervenzellen separate Einheiten sind, die zwar ein Netzwerk bilden, aber die keine durchgehenden Kanäle bilden. Hat also hier die Idee der Synapse postuliert. Diese Idee der Synapse wurde dann von Otto Loewi weiterentwickelt, der dann hier tatsächlich die Idee der stofflichen Übertragung an Nervenzellen etabliert hat. Diese Idee der stofflichen Übertragung an Nervenzellen hat er am Herzmuskel gezeigt. Und zwar hat er Untersuchungen am Herz von Fröschen gemacht. Er hat diese Herzen der Frösche herauspräpariert, dass der innervierende Nerv an den Herzmuskel, der Nervus vagus, noch vorhanden war, hat dann diese Herzen in eine Nährlösung gegeben und hat dann bei einem Herzen den Nervus vagus stimuliert, sodass dann hier das Herz anfängt zu schlagen. Dann hat er hier diese Nährlösung, die dieses Herz umspült, genommen und hat die Nährlösung zu einem anderen nicht aktivierten Herz gegeben und siehe da, auch dieses nicht stimulierte Herz hat hier angefangen zu schlagen. Das war so ein bisschen der Nachweis dafür, dass tatsächlich irgendein Stoff aus dem Nerv freigesetzt werden muss, der dann dazu führt, dass der Herzmuskel anfängt, sich zu bewegen, zu schlagen. Und diese Stoffe, die hier freigesetzt werden, die werden tatsächlich in diese Nährlösung freigesetzt. Und dann kann ich an diese Nährlösung nehmen und die an einen nicht stimulierten Muskel geben. Und auch da wirken diese Stoffe, die in der Nährlösung gelöst sind, und führen dazu, dass hier diese Muskeln aktiviert werden. Das war also der Nachweis dafür, dass die Informationsübertragung von einer Nervenzelle zur nächsten oder von Nervenzelle zu Muskeln anhand von irgendwelchen in einer Flüssigkeit löslichen Stoffen geschieht. Und hier sehen wir auf der Abbildung eben mal tatsächlich so diese in der grauen Schraffur die Aktivität an der Nervenzelle, die hier Otto Loewi tatsächlich abgeleitet hat. Diese Idee der Informationsübertragung zwischen Nervenzellen wurde dann von C.S. Sherrington weiterentwickelt, der dann gesagt hat, okay, die stoffliche Übertragung, das ist nicht alles, also diese Übertragung anhand von irgendwelchen Übertragungsstoffen von einer Nervenzelle zur nächsten ist nicht die ganze Geschichte, sondern er hat hier postuliert, dass es auch direkte Verbindungen zwischen Nervenzellen gibt, die sogenannten elektrischen Synapsen.
Und er hat also hier diese Klassifikation aufgestellt, die wir auch heute noch verwenden, die Unterscheidung zwischen elektrischen Synapsen und chemischen Synapsen. Und diese beiden Klassen von Synapsen wollen wir heute im Verlauf der Vorlesung mal genauer kennenlernen. Ganz wichtig dabei, Synapsen, das sind die Übertragungsstellen der Informationsübertragung zwischen Nervenzellen oder zwischen Muskeln. Und wir haben eben unterschiedliche Arten, einmal elektrische und einmal chemische. Und jetzt wollen wir uns mal die erste Form dieser Synapsen genauer anschauen, nämlich die elektrischen Synapsen. Mit der fangen wir an, weil die ist eigentlich relativ schnell erklärt. Das ganze Konzept dieser elektrischen Synapsen haben Sie eigentlich in der letzten Woche schon kennengelernt. Elektrische Synapsen, da haben wir Ionenkanäle. Und zwar basieren diese elektrischen Synapsen darauf, dass hier die Zellmembranen von zwei benachbarten Muskelzellen oder Nervenzellen direkten Kontakt etablieren. Und dann an dieser Bindungsstelle, da bilden sich an beiden Zellen Ionenkanäle aus. Und diese Ionenkanäle, die werden direkt aneinander gebunden. Und so kann dann eben durch diese Kopplung von zwei Ionenkanälen können dann Ionen von der einen Zelle direkt in die nächste Zelle wandern. Solche elektrischen Synapsen, die finden wir beispielsweise an der sogenannten glatten Muskulatur im Herzmuskel oder in unserem Darm. Also da an dieser Übertragung von Nervenzellen hier, da finden wir und auch Muskelzellen, da finden wir vor allem diese elektrischen Synapsen. Sie sehen es hier in dieser Elektronenmikroskopaufnahme. Das sieht tatsächlich, wenn Sie sich nochmal daran erinnern, an die letzte Sitzung, wo wir so eine Mikroskopaufnahme von Ionenkanälen hatten. So sehen eben diese elektrischen Synapsen eben ganz genauso aus. Haben wir ganz dicht gepackt diese ringförmigen Strukturen, diese Ionenkanälen mit in der Mitte der Öffnung, durch die dann hier Ionen wandern können. Die zweite Klasse von Synapsen, die wir kennenlernen, sind die sogenannten chemischen Synapsen. Und diese chemischen Synapsen, die haben eigentlich in unserem Nervensystem eine viel größere Bedeutung als die elektrischen Synapsen, da eigentlich in unserem Nervensystem die meiste Übertragung tatsächlich also über solche stofflichen Informationen an der chemischen Synapse funktioniert. Hier sehen wir mal in der Illustration, an wie eigentlich so eine Synapse aufgebaut ist. Wir haben zuerst mal unsere Nervenzelle, die wir schon kennengelernt haben, mit den Dendriten, dann dem Zellkörper und dem Axon. Also diese ganzen Organellen, die haben wir ja schon kennengelernt. Und am Ende vom Axon, da finden wir das Axon Terminal. Und dieses Axon Terminal, das ist das Ende des Axons der sogenannten Präsynapse. Und hier in diesem Axon Terminal, da finden wir jetzt die Neurotransmitter. Sie erinnern sich nochmal, Neurotransmitter, das sind Aminosäureketten, die im endoplasmatischen Reticulum synthetisiert werden, dann im Golgi-Apparat in Vesikel verpackt werden und dann werden diese Vesikel entlang der Mikrotubuli durch dieses Kinesin, durch das Axon transportiert, bis sie dann eben hier im Axonterminal vorliegen. Und hier werden dann diese Neurotransmitter auf ganz bestimmte Hinweisreize hin aus dem Axonterminal ausgeschüttet und binden dann an der sogenannten Postsynapse, also an der nächsten Nervenzelle, an Bindungsstellen, an die sogenannten Rezeptoren. Und diesen ganzen Prozess der Neurotransmitterfreisetzung und der Bindung an Rezeptoren und wie das dann eben weitergeht an der Postsynapse, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Hier habe ich Ihnen das Ganze nochmal mitgebracht in der mikroskopischen Aufnahme. Da sehen Sie also tatsächlich, wenn man so eine Synapse aufschneidet, was wir denn eigentlich an der Präsynapse und an der Postsynapse haben. Die Präsynapse, die zeichnet sich aus durch eben diese Vesikel, das sind diese kleinen ringförmigen, also kleinen Bläschen, die wir hier sehen. Und diese Präsynapse, dieses Axon Terminal, das besitzt ganz, ganz viele Mitochondrien. Diese Mitochondrien, das sind diese grauen Strukturen, die Sie hier sehen. Das zweite, was wir hier sehen, ist dann die aktive Zone, die sogenannte Bindungsstelle zwischen der Präsynapse und der Postsynapse.
hier durch diese kleinen schwarzen Pfeile eingezeichnet. Das sind diese aktiven Zonen, in denen dann die Vesikel mit der Zellmembran fusionieren können, um dann Neurotransmitter hier freizusetzen. Zwischen der Präsynapse und der Postsynapse finden wir den sogenannten synaptischen Spalt. Das ist ein kleiner Zwischenbereich, in dem dann die Neurotransmitter freigesetzt werden, um dann eben an der Postsynapse, also an der nächsten Zelle, dann an Rezeptoren zu binden. Wir sehen also auf der anderen Seite dann unsere Postsynapse, an der dann eben die Rezeptoren sitzen. Diese Synapsen, die finden wir an ganz unterschiedlichen Orten an so einer Nervenzelle. Der Klassiker ist eigentlich, dass so ein Axon an einer Synapse, an einem Dendrit andockt. Das ist so der Lehrbuchfall. Wir sehen es hier im ersten Schaubild. Also hier unser Axon und unser Axoterminal bindet eine Synapse mit einem Dendriten der postsynaptischen Zelle. Diese Axone, die können aber auch direkt am Zellkörper andocken. Die können also auch Synapsen direkt am Zellkörper bilden. Und wir können tatsächlich auch Synapsen am Axonterminal bilden. Das sind dann sogenannte axonale Synapsen. Da bindet also hier das Axon der Präsynapse direkt am nächsten Axon der nächsten Nervenzelle. Das ist vor allem relevant, um hier die synaptische Übertragung dieser nächsten Nervenzelle zu hemmen. Also hier können dann eben durch eine Nervenzelle die Aktivität am Axon einer nächsten Nervenzelle, am Axonterminal einer nächsten Nervenzelle beeinflusst werden. Das ist hier vor allem relevant für die sogenannte präsynaptische Hemmung oder Modulation von neuronaler Aktivität. Schauen wir uns diesen ganzen Prozess, den wir jetzt also in den letzten Wochen kennengelernt haben, nochmal genauer an. Im Zellkörper der Präsynapse, im Nukleus, da finden wir unsere genetische Information. Diese genetische Information, die wird ausgelesen und dann im endoplasmatischen Retikulum in Aminosäureketten umgesetzt, in die Proteine übersetzt. Diese dort synthetisierten Proteine, die werden dann im Golgi-Apparat in Vesikel verpackt und diese Vesikel werden dann durch das Axon entlang transportiert, bis sie dann am Axonterminal angekommen sind. Und da werden sie dann erstmal vorrätig gehalten, also gelagert. Und Sie sehen hier in den beiden mikroskopischen Aufnahmen, wie wir uns das tatsächlich vorstellen können. Wir sehen hier im ersten Bild, in diesem länglichen Bild, da sehen wir, wie sich die Vesikel, das sind diese großen Dellen, die Sie hier sehen, diese großen hellen Dellen, entlang des synaptischen Spalts anreihen. Diesen synaptischen Spalt, den sehen Sie jetzt als so angedeutete Doppellinie von so kleinen Punkten. Diese kleinen Punkte, das sind spannungsabhängige Calciumkanäle. Wir haben also hier an beiden Seiten unserer Synapse, an der Präsynapse und an der Postsynapse, diese spannungsabhängigen Calciumkanäle. Und hier an der Präsynapse, die ist jetzt gerade tatsächlich unten, da finden wir diese Vesikel, die hier mit der Zellmembran dann fusionieren können. Auf dem nächsten Bild, da sehen wir dann wiederum eben genau diese Vesikel, die gerade eben mit der Zellmembran fusionieren können. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das eigentlich funktioniert, dass hier an der Präsynapse unsere Vesikel mit der Zellmembran fusionieren. Wir haben ja letzte Woche kennengelernt das Konzept des Aktionspotentials. Sie erinnern sich nochmal, das Aktionspotential, das beruht auf einer Veränderung des Zellmembranpotentials über eine ganz bestimmte Schwelle hinaus, unsere sogenannte Depolarisations- oder Aktionspotentialschwelle. Ab diesem Punkt werden spannungsabhängige Natriumkanäle aktiviert. Also, sobald wir hier mit unserer Spannung einer Nervenzelle über eine ganz bestimmte Schwelle kommen, gehen diese spannungsabhängigen Natriumkanäle auf. Natrium kann schlagartig in die Zelle einströmen. Wir haben hier eine ganz starke Depolarisierung. Dann gehen unsere Natriumkanäle wieder zu und wir haben eine Repolarisierung aufgrund der Wanderung von Kalium. Das war dieses Aktionspotential, was wir kennengelernt haben. Und dieses Aktionspotential, das wandert jetzt unser
Axon entlang. Sie erinnern sich, das wandert ja eben entweder von Natriumkanal zu Natriumkanal entlang des Axons oder springt hier über die saltatorische Leitung von Schnüring zu Schnüring. Und irgendwann kommt unser Aktionspotential am Axonterminal an. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was macht denn eigentlich dieses Aktionspotential am Axonterminal? Ein Aktionspotential führt zu einer Veränderung des Membranpotentials am Axonterminal. An der Präsynapse, da wo eben das Aktionspotential ankommt, am Axonterminal, da haben wir spannungsabhängige Calciumkanäle. Dieses Aktionspotential, das jetzt hier ankommt, führt dazu, dass diese spannungsabhängigen Calciumkanäle aktiviert werden. Die gehen also auf und Calcium kann jetzt in die Nervenzelle einströmen. Calcium, 2+, positiv geladenes Ion, führt also zu einer sehr starken Depolarisierung unseres Axonterminals. Dieses einströmende Calcium, das aktiviert jetzt ein Proteinkomplex, den sogenannten SNARE-Komplex. Dieses SNARE-Komplex wird aktiviert über katalytisch wirkende Enzyme, die sogenannten Kinasen. Und dieser SNARE-Komplex, der ist jetzt dafür verantwortlich, dass diese Vesikel mit der Zellmembran fusionieren. Das ist ein ganz, ganz entwicklungsgeschichtlich, evolutionär gesehen, ein ganz, ganz alter Prozess. Diese SNARE-Proteine, die finden wir sogar in Hefen. Also in Hefebakterien, Hefepilzen, da finden wir im Grunde genau diesen gleichen Prozess, dass diese SNARE-Proteine relevant sind dafür, dass hier Zellmembranen miteinander fusionieren, hier Bindungen eingehen können. Wenn dieser SNARE-Komplex aktiviert wurde und unsere Vesikel hier mit der Zellmembran fusionieren, kommt es zur sogenannten Exozytose. Diese Exozytose bedeutet, dass hier die Neurotransmitter aus den jetzt mit der Zellmembran fusionierten Vesikeln in den synaptischen Spalt freigesetzt werden. Also die Neurotransmitter können jetzt hier freigesetzt werden. Und dann können diese Neurotransmitter jetzt eben an der Postsynapse ihre Wirkung entfalten und im nächsten Schritt findet die sogenannte Endozytose statt. Bei dieser Endozytose, da werden diese fusionierten Vesikel wieder aufgenommen, wieder recycelt, werden also wieder zurück in den Axonterminal zurückgenommen, um dann wieder mit neuen Neurotransmittern befüllt zu werden oder abgebaut zu werden. Unsere Neurotransmitter, die können jetzt dann eben an der Postsynapse an Rezeptoren binden. Hier führen diese Bindungen dann zum Öffnen von Ionenkanälen und das postsynaptische Potential wird ausgelöst. Also wir haben hier unsere leichten Veränderungen des Zellmembranpotentials, das sich dann eben wiederum am Axonhügel der nächsten Nervenzelle aufsummiert und so hier die Information eben weitergeht. Wir haben also jetzt diesen ganzen Kreislauf der Informationsweitergabe innerhalb einer Zelle als elektrische Veränderung des elektrischen Potentials und zwischen Nervenzellen als Fusion von Vesikeln, Freisetzung von Neurotransmittern und Bindung von Neurotransmittern an der Postsynapse kennengelernt. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben zwei Arten von Synapsen. Das eine sind elektrische Synapsen, wo wir eine direkte Bindung zwischen zwei Zellen haben und durch diese direkte Bindung von zwei Zellen können dann hier durch die Ionenkanäle, also hier diese verbundenen Ionenkanäle, direkt Ionen laufen. Das geht sehr, sehr schnell. Also wir haben eine unglaublich schnelle Informationsübertragung, auch eine bidirektionale Informationsübertragung, die auch tatsächlich dadurch eine direkte Bindung zwischen zwei Nervenzellen, zwischen zwei Zellen stattfindet. Auf der anderen Seite haben wir unsere chemischen Synapsen. Da sind unsere Zellen getrennt voneinander und hier muss eben hier ein Aktionspotential ankommen, das dann dazu führt, dass unsere Neurotransmitter freigesetzt werden und die Neurotransmitter müssen dann an der Postsynapse an die Rezeptoren binden. Und hier, das dauert deutlich länger. Sie sehen es hier bis zu 5 Millisekunden. Also wir haben hier einen
eine deutliche zeitliche Verzögerung, einen deutlichen zeitlichen Delay in dieser synaptischen Übertragung. Und diese Übertragung ist auch nur unidirektional, geht also nur von der Präsynapse zur Postsynapse. Jetzt haben wir kennengelernt, was denn passiert, wenn ein Aktionspotenzial an der Präsynapse ankommt. Und jetzt wollen wir uns den nächsten Schritt anschauen, uns genauer anschauen, was passiert denn an der Postsynapse? Was für Vorgänge finden wir an der Postsynapse, die hier an dieser stofflichen Übertragung beteiligt sind? Und hier ein ganz wichtiges Konzept sind die sogenannten Rezeptoren. Rezeptoren, das sind Bindungsstellen für die Neurotransmitter. Diese Rezeptoren, die kommen in zwei unterschiedlichen Varianten. Wir haben einmal die direkten, die sogenannten ionotropen Rezeptoren, und wir haben die indirekten, die sogenannten metabotropen Rezeptoren. Sie sehen es hier auf dem Schaubild dargestellt. Ionotrope Rezeptoren, direkte Rezeptoren, das sind im Grunde fancy Ionenkanäle. Also Ionenkanäle mit so einer zusätzlichen Bindungsstelle. Indirekte metabotrope Rezeptoren, die sind deutlich komplizierter aufgebaut. Da haben wir einen Rezeptor und dieser Rezeptor löst eine ganz bestimmte Signalkaskade aus. Und diese Signalkaskade kann dann eben entweder zu intrazellulären Veränderungen führen oder Ionenkanäle öffnen. Schauen wir uns unsere erste Klasse von Rezeptoren also mal genauer an, die sogenannten ionotropen Rezeptoren, die direkt an einem Ionenkanal arbeiten. Hier bindet ein Rezeptor, ein Neurotransmitter an einen Rezeptor, und diese Bindung an diesen Rezeptor führt zu einer Strukturveränderung an unserem Ionenkanal, die dann dazu führt, dass der Ionenkanal aufgeht. Das ist im Grunde das, was wir letzte Woche schon kennengelernt haben mit diesen ligandengesteuerten Ionenkanälen. Das sind genau diese Rezeptoren, also ein Konzept, das Sie eigentlich schon kennen sollten. Wir haben also hier an diesem Zusammenschluss von dreidimensional gefalteten Proteinen, die unseren Ionenkanal bilden, da haben wir eine Bindungsstelle für einen Neurotransmitter. Und diese Bindungsstelle, die ist selektiv für einen Neurotransmitter. Hier haben wir das sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also hier passt ein Neurotransmitter von der Struktur her direkt auf die Struktur von diesem Rezeptor. Das heißt, diese ionotropen Rezeptoren, die sind relativ selektiv, nicht so ganz selektiv, aber schon relativ selektiv, und die arbeiten sehr schnell. Also sobald wir hier eine Bindung haben, kommt es zu einer Strukturveränderung, unser Ionenkanal geht auf und hier können dann unsere Ionen wandern. Auf der anderen Seite haben wir unsere indirekten Rezeptoren, die sogenannten metabotropen Rezeptoren. Der Aufbau hier ist deutlich komplizierter. Auch hier haben wir eine Bindungsstelle, also ein dreidimensional gefaltete Proteine, die sich zusammenschließen, die eine Bindungsstelle für einen Neurotransmitter bilden. Wenn jetzt hier ein Neurotransmitter an diese Bindungsstelle bildet, dann wird hier eine intrazelluläre Signalkaskade ausgelöst. Hier wird ein sogenanntes G-Protein an den Rezeptor angelagert. Von diesem G-Protein spaltet sich eine Alpha-Untereinheit ab und das führt dann eben zu einer ganz bestimmten Signalkaskade im Inneren der Zelle. Entweder kann jetzt hier durch so eine ganz bestimmte Signalkaskade im Inneren ein Ionenkanal aktiviert werden. Erinnern Sie sich nochmal an letzte Woche, da hatten wir beispielsweise die Phosphorylierung und Dephosphorylierung von Ionenkanälen kennengelernt. Also Strukturveränderungen an Ionenkanälen durch die Anlagerung eines Phosphors. Dadurch kann sich eben dann bei einem Ionenkanal die Struktur verändern und Ionen können hier wandern. Ein zweiter Signalweg, den wir hier haben, ist die Aktivierung von sogenannten Second Messenger Kaskaden. Das heißt, wir durch diese Bindung an unseren Rezeptor wird eben hier diese G-Protein-Kaskade ausgelöst und dadurch werden ganz bestimmte intrazelluläre Prozesse ausgelöst, die eben hier mit katalytischen Reaktionen zusammenhängen, die dann dazu führen, dass beispielsweise intrazelluläre Prozesse aktiviert werden, dass hier
ganz bestimmte genetische Prozesse aktiviert werden, dass hier neue Proteine synthetisiert werden. Also hier so eine ganz bestimmte Signalkaskade im Inneren der Zelle ausgelöst. Schauen wir uns also jetzt genauer an, was machen denn eigentlich diese Neurotransmitter, die hier an diesen entweder ionotropen oder metabotropen Rezeptoren binden. Neurotransmitter oder Neuromodulatoren, das sind eben diese stofflichen Übertragungsstoffe in unseren Nervenzellen. Die werden in der Präsynapse synthetisiert. Sie erinnern sich nochmal, eben hier genetische Information wird ausgelesen, dann am endoplasmatischen Retikulum in Aminosäureketten übersetzt, die dann eben hier im Golgi-Apparat in Vesikel verpackt werden. Das heißt, genau eben diese Synthetisierung von diesen Proteinen, von diesen Neurotransmittern in der Präsynapse. Die werden dann eben ins Axon terminal transportiert, werden da erstmal gelagert und werden dann auf ein Signal hin, auf unser Aktionspotenzial hin, in den synaptischen Spalt freigesetzt. Die Neurotransmitter, die binden dann an der Präsynapse entweder eben an unsere ionotropen oder an unsere metabotropen Rezeptoren. Ich habe Ihnen hier mal ein Bild von so einem Axon-Terminal mitgebracht, dass Sie sich das mal vorstellen können. Das ist tatsächlich so wie so eine Blase, wenn man die aufschneidet, wie so ein Frühstücksei, dann kann man tatsächlich reingucken und eben hier in blau eingefärbt diese Vesikel mit den Neurotransmittern erkennen. Diese Transmitter, die können auch durch Exogene, also durch Fremdstoffe, imitiert werden. Also wir haben ganz viele sogenannte endogene, körpereigene Neurotransmitter, die eine ganz bestimmte Wirkung entfalten. Und wir kennen eine ganze Klasse von Stoffen, von sogenannten exogenen Transmittern, die Aktivität von diesen endogenen Neurotransmittern imitieren oder verstärken oder hemmen können. Und für jeden Neurotransmitter, für jeden Neuromodulator existieren eben ganz spezifische Bindungsmechanismen. Also wir haben eben diese Spezifität von unseren Rezeptoren. Und für jeden Neurotransmitter und jeden Neuromodulator existieren auch ganz spezifische Abbau- und Wiederaufnahmeprozesse. Und diese ganz spezifischen Prozesse von Rezeptoren, von Abbau und von Wiederaufnahme werden wir uns jetzt im Detail für unsere unterschiedlichen Neurotransmitter anschauen. Fangen wir an mit dem sogenannten Acetylcholin. Das Acetylcholin, das ist ein Neurotransmitter, den finden wir sowohl im peripheren Nervensystem als auch im zentralen Nervensystem. Im peripheren Nervensystem wirkt Acetylcholin als Neurotransmitter, und zwar als Neurotransmitter an unseren Muskeln. Also an der Bindungsstelle von Nervenzellen auf Muskeln wird die Information aus der Nervenzelle zum Muskel über Acetylcholin übertragen. Also hier der Neurotransmitter von der Nervenzelle zu einer Muskelzelle ist Acetylcholin. Im zentralen Nervensystem, also Gehirn und Rückenmark, wirkt Acetylcholin vor allem als Neuromodulator, also ein Stoff, der die neuronale Aktivität beeinflusst, vor allem an glutamatergen Synapsen, also an Synapsen, bei denen Glutamat als Neurotransmitter arbeitet. Hier ist also beispielsweise Acetylcholin beteiligt an so einer präsynaptischen Hemmung, was wir vorher schon kennengelernt haben. Acetylcholin wird gebildet aus Cholin und Acetylcoenzym A. Coenzym A mit der sogenannten Cholin-Acetyltransferase. Das müssen Sie nicht genau merken, aber nur so als Background, wie wir eigentlich Acetylcholin, wo das eigentlich herkommt. Also Cholin, das ist ein Stoff, den wir über unsere Nahrung aufnehmen müssen. Von Acetylcholin haben wir zwei unterschiedliche Arten von Rezeptoren. Wir haben einmal sogenannte nikotinerge Rezeptoren und auf der anderen Seite haben wir muskarinerge Rezeptoren. Diese Namen nikotinerg und muskarinerg, die kommen von den exogenen Stoffen, von den exogenen Neurotransmittern, die diese Rezeptoren aktivieren können. Also die Entdeckung von diesen Rezeptoren lief so ab, dass man eben versucht hat, welche Stoffe können wir eben einen ganz bestimmten Rezeptor aktivieren.
und eben nikotinerge Rezeptoren, die werden durch Nikotin aktiviert. Also das, was Sie aus der Zigarette kennen. Muskarinerge Rezeptoren, die werden eben von Muskarin aktiviert. Muskarin, das ist das Gift aus dem Fliegenpilz oder auch enthalten beispielsweise in der Muskatnuss. Also hier ein Nervengift, das eben tatsächlich hier auf diese muskarinergen Rezeptoren wirkt. Diese nikotinergen und muskarinergen Rezeptoren, die unterscheiden sich. Nikotinerge Rezeptoren, die sind ionotrop, das heißt also hier bewirkt die Bindung von Acetylcholin an einen ionotropen Rezeptor, dass ein Ionenkanal aufgeht. Hier kann dann eben Natrium einströmen und das finden wir vor allem im zentralen Nervensystem und an Muskelzellen. Auf der anderen Seite muskarinerge Rezeptoren, die sind metabotrop, das heißt, hier bewirkt eine Bindung von Acetylcholin an den Rezeptor eben das Auslösen von dieser G-Protein gekoppelten intrazellulären Signalkaskade. Die finden wir vor allem im vegetativen Nervensystem. Vegetatives Nervensystem, das ist all das, was unseren Magen-Darm-Trakt betrifft und auch im Neokortex. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise einen Fliegenpilz essen, dann bewirkt das Essen von diesem Fliegenpilz, dass hier diese muskarinergen Rezeptoren in unserem vegetativen Nervensystem aktiviert werden. Und dann kommt es eben zu Magenkrämpfen, Darmkrämpfen, Durchfall, zu diesen ganzen Prozessen, die eben hier mit dem vegetativen Nervensystem zusammenhängen. Also sollten Sie mal einen Fliegenpilz unterwegs auf einem Spaziergang treffen, essen Sie ihn nicht, Sie werden ganz starke Magenkrämpfe bekommen. Dieses Acetylcholin, das ist ganz wichtig für eine ganze Reihe von kortikalen Prozessen. Also das Acetylcholin ist eben ganz stark beteiligt an der Übertragung von Informationen an den Muskelzellen, ist aber auch ganz wichtig für unser zentrales Nervensystem, nämlich unter anderem relevant für Gedächtnisprozesse. Das wissen wir, diese Beteiligung von Acetylcholin an Gedächtnisprozessen kennen wir unter anderem von der Alzheimer-Demenz. Bei der Alzheimer-Demenz kommt es zu einer Unterversorgung mit Acetylcholin, was dann dazu führt, dass hier Übertragungsprozesse an glutamatergen Rezeptoren im Hippocampus, die die Grundlage unseres Gedächtnisses sind, nicht korrekt ablaufen können. Also hier Acetylcholin tatsächlich sehr stark beteiligt an der Modulation von neuronaler Aktivität im zentralen Nervensystem. Dieses Acetylcholin, das wird, wenn es einmal freigesetzt wird, wird das durch einen sogenannten Acetylcholinesterase wird das abgebaut. Also diese Acetylcholinesterase, das ist ein katalytischer Abbauprozess, der das Acetylcholin dann spaltet und diese Abbauprodukte können dann wieder aufgenommen werden über einen Cholin-Transporter-Mechanismus, der dann eben diese abgebauten Stoffe zurück in die Präsynapse aufnimmt und dort eben dann recycelt und wieder aufbereitet. Dieses cholinerge System, das versorgt eben sowohl im peripheren Nervensystem als auch im zentralen Nervensystem und im zentralen Nervensystem versorgt dieses Acetylcholin unseren gesamten Neokortex und auch den Hippocampus. Es wird gebildet hier in dem pontomesenzephalen Komplex, also den Pons, hier etwa auf der Höhe des Rückenmarkes. Hier finden wir Nervenzellen, die eben dieses Acetylcholin bilden und dann haben wir Axone, die den ganzen Neokortex ziehen und hier den ganzen Neokortex mit Acetylcholin versorgen. Also hier eine gleichmäßige Steuerung, eine gleichmäßige Modulation von neuronaler Aktivität bereitstellen. Die zweite große Klasse, die wir kennenlernen wollen, sind die sogenannten Katecholamine. Die Katecholamine, die werden gebildet aus Tyrosin. Tyrosin, auch wieder so ein Stoff, den wir über unsere Nahrung aufnehmen müssen. Den können wir nicht selbst bilden, sondern den müssen wir über unsere Nahrung aufnehmen. Und aus diesem Tyrosin werden über ganz bestimmte Stoffwechselprozesse die unterschiedlichen Katecholamine synthetisiert. Der erste Schritt ist dabei das Umsetzen von Tyrosin in L-Dopa und dieses L-Dopa wird dann weiter synthetisiert in unser Dopamin.
aus diesem Dopamin wird unser Noradrenalin synthetisiert und aus dem Noradrenalin wird unser Adrenalin synthetisiert. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, warum hier auf der Abbildung nicht Adrenalin und Noradrenalin steht, sondern Ephedrin und Norepinephrin. Das liegt daran, dass im englischsprachigen Raum der Begriff Adrenalin patentrechtlich geschützt ist. Deswegen muss das Adrenalin im englischsprachigen Raum Ephedrin heißen, aber wenn Sie irgendwann mal also im Lehrbuch über den Begriff Ephedrin stolpern, das ist das gleiche wie Adrenalin, ist also das, der gleiche Stoff, heißt nur anders aufgrund eines Patentrechtsstreits. Diese Katecholamine, die haben ganz viele, ganz ähnliche Eigenschaften, die werden über beispielsweise gleiche Reuptake-Mechanismen in die Präsynapse zurück aufgenommen und werden auch über gleiche Stoffe im synaptischen Spalt abgebaut, über die sogenannte Monoaminoxidase. Diese Monoaminoxidase, das ist ein Abbaustoff, der eben diese Katecholamine, die im synaptischen Spalt freigesetzt sind, abbaut. Und diese Reuptake- und Abbaumechanismen, die werden Sie vermutlich in der klinischen Psychologie kennenlernen, denn das sind ganz wichtige Angriffspunkte für eine ganze Reihe von Neuroleptika, von Medikamenten, die in unserem zentralen Nervensystem wirken und die wir bei einer Reihe von psychischen Erkrankungen verwenden. So gibt es beispielsweise die Dopamin-Reuptake-Inhibitoren, also Stoffe, die die Wiederaufnahme von Dopamin aus dem synaptischen Spalt blockieren und so dafür sorgen, dass mehr Dopamin hier im synaptischen Spalt vorhanden ist. Genauso haben wir eben die Monoaminoxidase-Hämmer. Das sind Stoffe, Medikamente, die die Monoaminoxidase eben hemmen, die also verhindern, dass unsere freigesetzten Katecholamine hier abgebaut werden und so eine längere Wirkung bewirken. Und das werden Sie vielleicht eben in der klinischen Psychologie kennenlernen, diese unterschiedlichen Stoffe, eben MAO-Hämmer, Monoaminoxidase-Hämmer, die ersten Medikamente, die beispielsweise hier bei der Schizophreniebehandlung. Schauen wir uns mal den ersten Stoff an, unser Dopamin. Dopamin wird abgekürzt mit DA, also häufig im Text wird dann einfach nur noch DA geschrieben. Und dieses Dopamin, das wird synthetisiert aus dem L-Dopa. Das hatten wir gerade eben schon kennengelernt. Dopamin bindet an metabotrope Rezeptoren, also an Rezeptoren, die dann an so eine intrazelluläre G-Protein gekoppelte Signalkaskade binden. Diese G-Protein gekoppelte Signalkaskade, die aktiviert CAMP, zyklisches Adenosin-Monophosphat. Das haben wir schon mal ganz ähnlich kennengelernt. Wir haben unser ATP kennengelernt, unser Adenosin-Triphosphat. Hier haben wir jetzt ein Adenosin-Monophosphat. Und diese Aktivierung von diesem zyklischen Adenosin-Monophosphat ist an der Aktivierung von Kinasen beteiligt. Das werden wir am Ende noch kennenlernen, was denn diese Kinasen eigentlich bewirken. Hier schon mal ein Vorgriff. Die sind unter anderem daran beteiligt, neue Rezeptoren in die Zellmembran ein- und auszubauen, sind also hier daran beteiligt, solche intrazellulären Signalkaskaden und intrazellulären Prozesse zu steuern. Diese metabotropen Dopaminrezeptoren, die finden wir sowohl prä- als auch postsynaptisch und wir haben hier unterschiedliche Klassen, D1 bis D5, also unterschiedliche Unterklassen von Dopaminrezeptoren und die Aktivität und die Wirkung von diesen unterschiedlichen Dopaminrezeptoren, die variiert sehr stark nach Ort. So wirken beispielsweise die D2 bis D4, also D2, D3, D4 Rezeptoren eher hemmend auf zelluläre Aktivität, D1 und E5 eher erregend und den D2-Rezeptor, den finden wir auch präsynaptisch. Also Sie sehen, das ist so ein ganz kompliziertes Netzwerk von diesen Dopaminrezeptoren, die wir auch eben je nach Ort im Gehirn eine ganz unterschiedliche Funktion haben. Und wir haben auch noch die ganz genaue Funktion von diesen Dopaminrezeptoren noch nicht genau und schlussendlich geklärt. Also das ist ein ganz großes Forschungsfeld gerade noch in der Neuropsychologie eben herauszufinden, welche Medikamente wirken wo auf welchen Dopaminrezeptor und welche Wirkung haben
diese unterschiedlichen Dopaminrezeptoren auf unsere Wahrnehmung, unser Verhalten und eben auch zelluläre Aktivität. Gebildet wird dieses Dopamin im Tegmentum. Das Tegmentum, das ist der obere Kante unseres Rückenmarks, das werden wir noch genauer kennenlernen, hier in dieser ventralen, tegmentalen Areal und in der sogenannten Substantia nigra, da wird dieses Dopamin synthetisiert. Und hier zum Beispiel, dieses Dopamin, das in der sogenannten Substantia nigra, der schwarzen Substanz, synthetisiert wird, ist ganz relevant für unsere Bewegungssteuerung, unsere Bewegungsfeinsteuerung über die Aktivität der sogenannten Basalganglien. Basalganglien, das ist so ein Netzwerk, so ein tiefliegendes Netzwerk im Gehirn von Nervenkernen, die hier an der Feinsteuerung von Bewegung beteiligt sind. Und hier wirkt eben Dopamin als Modulator in der Aktivität von diesem Zellnetzwerk. Und das ist beispielsweise ganz stark daran beteiligt, an den Symptomen wie Tremor, also diesem Zittern bei der Parkinson-Demenz. Dieses Dopamin ist außerdem ganz stark beteiligt an der Schizophrenie. Schizophrenie, das werden Sie noch kennenlernen in der klinischen Psychologie. Das ist ja eine sogenannte wahnhafte Störung, also eine Störung mit der sogenannten Positivsymptomatik, also positive Symptomatik, alles, was über unser normales Verhalten und Erleben hinausgeht, also beispielsweise auditorische, visuelle Halluzinationen, den sogenannten Beziehungswahn, dass wir Beziehungen zwischen eigentlich zufälligen Ereignissen herstellen, daraus Muster bilden oder auch eben Verfolgungswahn, diese ganzen Sinneseindrücke. Zusätzlich finden wir bei der Schizophrenie einen verflachten Affekt, also eine Verringerung der Affektschwankungsfähigkeit, also eine Reduktion der positiven, aber auch negativen Empfindungen. Und zu dieser Schizophrenie gibt es die sogenannte Dopaminhypothese. Denn man hat gefunden, dass ganz viele Medikamente, die auf diese Positivsymptomatik wirken, also antipsychotische Medikamente, wirken als Dopaminantagonisten. Das heißt, Antagonist, wir haben es letzte Woche kennengelernt, die Medikamente reduzieren also die Aktivität an dopaminergen Synapsen. Es wurde lange Zeit davon ausgegangen, dass vor allem diese wahnhaften Symptome an einer Hyperfunktion, also einer Überfunktion unseres dopaminergen Systems liegen. Hier vor allem eine Überaktivität der D2-Rezeptoren. Aber problematisch bei dieser Dopaminhypothese ist, dass hier die Medikamente zu einer sehr schnellen Blockade des D2-Rezeptors führen, aber sich die Symptome erst über lange Zeit verändern. Also selbst wenn Sie einen Dopamin-Antagonisten nehmen, verändert sich zwar sehr schnell die Aktivität in Ihrem Dopaminsystem, aber bis die wahnhaften Symptome abklingen, dauert es bis zu mehreren Wochen. Und wir finden keine direkte Korrelation zwischen der Menge an Dopaminrezeptorblockade und der Symptomveränderung. Also die Symptome verändern sich, die Dopaminaktivität verändert sich, aber die hängen nicht eins zu eins miteinander zusammen. Deswegen geht man heute davon aus, dass hier auch beispielsweise unser glutamatärges System beteiligt ist. Glutamat, unser erregender Neurotransmitter, den werden wir jetzt im weiteren Verlauf noch kennenlernen und der wird beispielsweise gesteuert auch über Dopamin. Also vermutlich eher eine relativ komplexe Interaktion und nicht dieser einfache Signalweg, der eben lange hier im Kontext von der Dopaminhypothese der Schizophrenie angenommen wurde. Damit sind wir am Ende vom ersten Teil der Vorlesung. Im weiteren Teil, im zweiten Teil, werden wir uns dann mit den weiteren Neurotransmittern und der Informationsintegration in unserem Nervensystem beschäftigen.